Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein Außen wie Innendeko für dich aus Beton und Natur. Einfach Ästen, ganz toll dekoriert, Zweige, Äste zusammen. In Glitzer und in Schnee, mit Windlicht und ohne Windlicht. Und wie einfach die gehen, möchte ich dir ganz gerne jetzt zeigen. Eine Außendeko, eine Innendeko, wie gesagt. Ich nehme sogar eine Deko davon und mache sie auf das Grab von meinem Papa, weil ich das ganz schön finde. Dann kommt auch noch außen Lichterkette dran und mit Zeitschaltuhr, dass es abends im Dunkeln angeht und dann wieder aus. Mir ist es ganz wichtig, dass da auch ein bisschen was Schönes ist. Und vor die Haustür auf Balkon, Terrasse, innen und außen. Wie gesagt, ganz toll und einfach zu machen. Ich habe es hier mit Schneeflocken gemacht. Du kannst aber auch ganz toll Kunststoff Christbaumkugeln, Weihnachtskugeln einhängen, Engel, alles Mögliche, was du hast. Und wie einfach das geht mit Tipps und Tricks, das möchte ich dir ganz gerne jetzt zeigen. So, wir kommen zu den Vorbereitungen. Ich nehme ganz gerne für meinen Beton so ein alter Eimer. Irgendein großes Plastikgefäß ist mir das Liebste. Und als Maß 1000 Milliliter Dosen, weil ich jetzt etwas mehr Beton mache. Ansonsten, wenn du nur kleine Formen gießen möchtest, dann nimm dir ein kleineres Maß, eine kleine Dose, ein kleines Glas, ein Becherchen. Und dann hast du auch die Grundsubstanz, die Maße für deinen Beton. Da brauchst du nicht auswiegen, weil Sand und Zement würde ich nicht auswiegen, wirklich nicht. So geht es einfacher. Also, erstmal jeweils ein Maß finden, was gleich groß ist wie jetzt die Dosen. Ein großes Gefäß. Dann noch normales Wasser, das habe ich hier in der Kanne drin. Und das ist ganz, ganz normaler Zement. Kostet 25 Kilo um die 3,50 €. Beim Sand ist es so, den hole ich gerade mal, der steht nämlich bei mir in einer Tonne unter meinem Tisch. Das ist Sandkastensand. Warum? Erstmal ist er sehr, sehr fein. Das gibt einen ganz tollen Beton. Er ist sehr hell. Da wird der Beton auch sehr schön. Ich kann es selber transportieren. Das ist ein 20 Kilo Sack. Oh, und er ist günstig. Was bezahle ich? Ich glaube 3 €. 2,49 € im Angebot oder 3 €. Und dann brauchen wir 3 Dosen Sand und eine Dose Zement. Ich mache es dann immer so, ich gebe schon mal 1-2 Dosen rein, weil das muss wirklich gut gemischt werden. So, dann in die Mitte der Zement aufpassen. Ihr seht, es qualmt. Der Zementstaub geht nach oben und das ist wirklich sehr gefährlich für die Augen. Kinder wegschicken, wenn der erstmal angerührt ist, können auch mit Kinder damit arbeiten. Aber trotzdem würde ich auch für Kinder eine Schutzbrille nehmen, weil er spritzt immer mal was. Und es ist Zement, dann dürft ihr zu einem Augenarzt rennen. Nie ohne Handschuhe, Zement greift ganz schön die Hände an. Und nie ohne Aufsicht. Wie gesagt, ich bin für eine Schutzbrille. Jeder kann das selber entscheiden, aber ich finde es gefährlich, der Zementstaub. Wenn man das dann erstmal angerührt hat und es ist eine schöne Pampe oder hier ein Gießbeton, sieht das wieder anders aus, außer bei Kindern. Die knatschen mal gern, die spritzen mal gern und es muss nicht in die Augen kommen. Und so eine Schutzbrille kostet 2-3 €. Und man macht ja noch viel mehr, da kann man sie auch anziehen. Und außerdem trainiert es die Kinder, wenn man solche Sachen macht, dass man sich auch ein bisschen schützt. So, dann vorsichtig komplett vermengen. Es ist immer gut, wenn der Sand trocken ist. Wenn er nass ist, mache ich ein altes Betttuch, Handtuch, irgendwas, was da ist. Breite den Sand in der Sonne aus, auf diesem Betttuch, lasse ihn trocknen und dann tue ich ihn in eine große Plastiktonne mit Deckel. Und dann habe ich immer schön trockenen Sand. Und das bereite ich mir im Sommer dann schon vor. Dann kann ich das ganze Jahr betonieren. So. Durcheinander gemacht, dann mache ich eine Kuhle wie beim Backen und kipp etwa eine halbe Dose Wasser hinein. Wasser erstmal sparsam benutzen, also mache ich auf jeden Fall, weil jeder Sand zieht anders an und lieber mal
Wasser nachgeben. So, dann wieder vermengen. Und dann merke ich, für einen Wiesbeton, den wir heute machen, ist es zu dick. Und dann nochmal dazu, etwa, dass wir jetzt auf eine Dose kommen. Wer ein bisschen länger braucht zum Verarbeiten, der sollte jetzt etwa ein Schnapsgläschen, kleines Schnapsgläschen voll, normales Haushaltsspülmittel hineingeben. Dann dickt der Beton wesentlich später an, wird fest und du kannst länger ihn verarbeiten. Wenn du noch Vorbereitungen hast oder dir ein bisschen unsicher bist, dann mach jetzt ein bisschen Spülmittel hinein. Das verändert die Oberfläche vom Wasser und wie gesagt, er dickt oder wird später fest. Schön, schön vermengen, ganz, ganz wichtig. So, das wäre jetzt ganz toller Beton zu modellieren. Aber wir wollen noch ein bisschen flüssiger haben. Also mache ich jetzt dann mal ein klein wenig Wasser dazu. Wenn er mal zu dick geworden ist, wie gesagt, ein bisschen Wasser dazu, ist er zu dünn. Dann gebt noch mal eine halbe Dose Sand dazu. Und noch mal so ein Esslöffel Zement. Und dann ist das ideal. Und so ist er für meine Form jetzt okay, weil es soll auch nicht rauslaufen. So, und das ist mein tolles Rezept für Gießbeton, den man erweitern kann, auch dann zu Knetbeton. Aber das Knetbetonrezept habe ich schon vorgestellt und auch die Art, wie man es dann macht, einsetzt und. Silikonform ist es ganz wichtig, dass die vorher mit Wasser mal ausgespült werden. Dann löst sich vorher besser der Beton. Eine Trägerplatte ist auch ganz gut oder ein altes Backblech und da am besten eine Mülltüte drüber hingezogen. Und dann nehmen wir einfach unseren Beton, den wir angerührt haben, und machen es flächig hinein. Wenn du es aufhängen möchtest als Deko, dann muss jetzt schon mit Draht eine Öse gebogen werden, die unten ziemlich verdreht ist, damit sie gut im Beton hält. Das Verdrehte vom Draht muss mindestens 5 cm lang sein, damit das gut hält und richtig eingesteckt wird. Hast du noch Reste vom Beton? Ich habe so viele Formen drin, die jetzt aus zum Beispiel Eierkarton, Verpackungen sind oder für Pralinen und dann kannst du noch Marienkäfer machen, Quallen, Pilze und. Also Reste von Beton immer benutzen. So, und dann muss das jetzt mindestens 4 Tage stehen und gut trocknen. Wenn sich Wasser oben absetzt, ist es ganz normal. Macht gar nichts, soll so sein. So, den Beton gut in die ausgespülte Form mit Wasser geben, hatte ich gesagt, glatt streichen, bisschen schütteln, dass die Luftblasen rauskommen und dann wichtig, große Schrauben mit dem Kopf nach unten in den Beton tun, ganz weit unten und so müssen die trocknen, mindestens 3-4 Tage und dann kann man verschiedene machen und dann zeige ich dann, was wir daraus zaubern, aber die Schrauben sind absolut notwendig. Und bitte mit dem Kopf nach vorne, sonst stechen wir die Form durch, wenn wir Pech haben. So, die Teile sind jetzt gut durchgetrocknet und dann lassen sie sich einfach abziehen wie nichts. Die Form tue ich dann immer in lauwarmes Wasser mit ein bisschen Spüli, die Ränder noch ein bisschen schön machen mit dem Finger oder doch mal mit einem Schmirgelpapier. Wie gesagt, die Form in lauwarmes Wasser ein bisschen Spüli einweichen, mit einer weichen Bürste abribbeln und dann können sie schon wieder zum nächsten Einsatz kommen. Vor allen Dingen, dass gut die Augen und die Rillen dann sauber sind, dass wir eine tolle Form kriegen. So,
Und jetzt müssen sie noch ein bisschen trocknen, entweder so im Liegen auf den Schrauben drauf oder ein Ästchen drunter. Oder wir können es dann auch, wenn es so weiter verwandt werden soll zum Dekorieren, auch gleich dann in den nächsten frischen Beton reinsetzen für eine Standdeko. Vorbereitung ist jetzt hier bei viel wert. Und zwar habe ich mir als Grundlage für das Standdeko-Objekt hier ein Körbchen genommen, aus Plastik ist es, und eine Mülltüte drüber hingemacht, weil ich das Körbchen nachher auf jeden Fall wieder sauber benutzen möchte. Oder man nimmt einfach eine Verpackungsform, das war jetzt von der Torte, eine große Eisbox oder irgendwas, was man hat. Hier habe ich schon mal zwei Saftverpackungen, die habe ich mit Wasser gefüllt, als Rückenlehne sozusagen hingestellt, damit man es ein bisschen anstützen kann, damit es nicht umkippt. Unsere Betonfiguren, und dann habe ich mir hier schon den Beton soweit fertig gemacht. Der ist ein bisschen fester als sonst, richtig matschig. Drei Teile Sand, ein Teil Zement, Wasser rein, fertig. Gut mischen ist wichtig, und dann habe ich mir jede Menge Äste aus dem Garten geholt, weil das der Hintergrund gibt. Beachten muss man bitte, dass wenn man die Figuren farbig haben möchte, unbedingt vorher die anmalt, sprüht mit Gold, Silber, Glitzerweiß, was man möchte, wenn man die erste Natur haben will. Wenn man alles Ton in Ton haben will, dann sprühen wir die nachher an oder malen sie an, wie man will. So, ein bisschen Wasser braucht mein Beton noch. Und dann kommt er in die Form. Und dann drapieren wir die Deko-Elemente, die Grundlage für die Winter-Weihnachts-Deko. Ich finde es halt schön. Ich will es nicht so bunt machen und auch nicht zu extrem weihnachtlich. Warum? Ich möchte es gern auch den ganzen Winter noch benutzen, weil über den Winter hin im Januar, Februar, auf jeden Fall im Januar, benutze ich auf jeden Fall noch die Winterdeko, und dann wechsle ich komplett gleich zur Osterdeko. So, dann mache ich den Beton in die Schale. Dann seht ihr, er ist ein bisschen fester. Moment, ich ruck gleich nochmal die Kamera ein bisschen rum. Und mein Aufbau. So. Hier nehme ich jetzt die Runde erstmal. Das ist ein bisschen fester, weil dann stehen die Äste schneller drin. Aber durch die Rückwand brauchen wir uns gar nicht so einen Kopf machen. Brennholz geht auch, kann man auch zum Stapel nehmen. Volle Saftflaschen natürlich auch, aber ich habe immer meine leeren Eulen hier im Atelier, und dann habe ich Wasser reingemacht. Aber ich mache es ja auch öfters. Und wenn man es nur ab und zu macht, kann man auch mal ruhig Saftflaschen machen, wo noch was drin ist. Das ist hier eine sehr saubere Arbeit. So, da möchte ich jetzt da den Schneemann reintun. Durch die Schrauben, die müssen natürlich versenkt werden, schön mit Beton umgeben. So. Na, ich mache es doch noch ein bisschen nach hinten, dann kann ich vorne nämlich noch ein Teelicht reinstellen. So. Durch die Schrauben hält er jetzt, und jetzt drapiere ich einfach Äste noch dahinter. Die können sich ein bisschen abstützen, so wie ein Zaun, Winterlandschaft, verschiedene Sorten von Ästen und nur dahinter. Und das mache ich jetzt erstmal fertig, und dann muss es natürlich trocknen, und auch mal, dann mache ich noch das zweite, und die verkreuzen sich dann miteinander, und dann müssen wir halt noch mal ein bisschen was holen, was es abstützt. Und dann können wir das Ganze wirklich schön modellieren, und durch den festen Beton, der wirklich schnell anzieht, klappt das auch ganz gut. Damit es besser dann zusammenhält, habe ich dann, nachdem die Äste standen, nochmal ein Band um die Äste und den Kopf vom Schneemann gemacht. Stelle jetzt vorne hin auch noch was. Und dann noch was Schweres drauf. Und dann muss es erstmal trocknen über Nacht. Und so mache ich jetzt gleich noch das zweite.
noch eine zweite Idee, wenn man ganz gern dann später nochmal mündlich zum Austauschen hinstellen möchte oder eine kleine Laterne oder so. Dann kann man ein Marmeladenglas nehmen, auf jeden Fall in Frischhaltefolie einwickeln und das reindrehen, damit man so einen Untergrund hat. Das ist wichtig, damit es ja nicht oben drauf steht und rausfällt. Und die Frischhaltefolie ist halt da, deswegen, dass man es auch wieder rauskriegt. So, die Ränder wieder ein bisschen verschließen mit dem Finger. Ist jetzt auch gleich ein super Ständer zum Abhalten, dass es kippt. Wenn man noch Steinchen reinmacht oder mal Wasser oder was Schwereres, hält es noch viel besser. Und man hat eine Ausbuchtung für ein Windlicht, wie es eine kleine Laterne oder so irgendwas. Wie gesagt, das muss jetzt erstmal trocknen. Und nochmal ein Tipp, man kann auch Reisig Bündel zusammenbinden mit so einem Paketband und die einzeln einstecken. Das sieht dann auch ganz urig aus. Einmal wie ein Wald und einmal wie so ein Naturzaun. Wie gesagt, jetzt muss es erstmal 2-3 Tage trocknen. So, unten drunter ist es natürlich noch nicht ganz trocken, weil einfach keine Luft dran kam. Dazu nehme ich dann immer zwei Hölzchen, lege es nochmal drunter, so dass ein Zentimeter vom Boden Abstand ist und dann kann es unten her trocknen. So, man kann es, wenn man will, neutral lassen, also natürlich wie jetzt. Noch ein bisschen dekorieren mit Kugeln, Schneeflocken, alles, was man zu Hause hat. Oder man kann es auch noch mal einsprühen, was ich bei eins beim machen wird. Und beim anderen mache ich Schnee drauf, aber ich mache selbstgemachten Schnee. Und dazu stelle ich dann oben in die Infokarte mal das Video dazu. Es gibt nämlich verschiedene Arten, wie man Schneedeko selber ganz einfach machen kann und die auch noch ganz gut ist für die Umwelt. Tipp zum Sprühen. Auf jeden Fall draußen machen. Ich kann es jetzt nicht mit der Kamera machen, weil der Sprühnebel wird jetzt die Linse total verschmutzen. Ich nehme dann eine große Kiste, Karton, stelle es hinein und habe dann auf bis auf eine Seite alles zu und dann kann der Nebel nicht überall hingehen und auf jeden Fall draußen. Und dann sprühe ich das jetzt erstmal ein. So, jetzt ist sogar noch mal die Sonne rausgekommen. Ich bin nämlich noch draußen im Atelier. Und jetzt ist es soweit gestaltet. Mit Schnee, mit Goldglitzerspray, das Windlicht ist dran, eingestellt. Das gibt es auch in meinem Kanal, da zeige ich aber noch viele. Andere aus Marmeladengläser, ganz einfach gemacht mit einem tollen Muster, mit Heißklebe und. Und dann habe ich es ja. Es hat gefallen, du konntest es gut umsetzen. Für drinnen, für draußen. Tipp noch von mir, wenn du den Schnee nach meiner Anleitung gemacht hast und du möchtest das gerne draußen hinstellen, dann nimm noch ein Klarlackspray und sprühst 2-3 Mal an. Dann ist es auch wetterfest mit dem selbstgemachten Schnee. Ich habe einen Knoten in der Zunge. So, dann wünsche ich eine wundervolle Zeit. Lass es dir gut ergehen. Noch viel mehr findest du in meinem Kanal. Alles Liebe und bis wieder mal. Tschüss.